Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Stephanie Sully. Die Schreierin ist anscheinend im Nachbarhaus. Ich gehe da mal gleich hin und reiße hier mal den auf. Also ich mache hier mal die Tür zu und jetzt gehe ich mal rüber. Wie man das hört, die ist hier irgendwo und die will alle zu mir. Ich gehe mal rüber. Weil ich werde hier nicht los. Sie macht ja immer Rabatz. Ja, und dann gehe ich gerne die ganze Nacht halt, konnte nicht schlafen im Haus. Ne? Und das Problem ist ja, die lockt ja andere auch wieder an. Ne? So, dann sage ich hier mal. Treten wir gleich hinüber in ihr Allerwertesten. So. Wieso Schrecker? Ja, ich bin hier nicht alleine. Die grüne Pest hier, sag ich dir. Ja, typisch. Waffenschrank ist leer. So. Da bin ich gekommen. Ich dachte, ich wäre hier irgendwo. Dachte ich auch nur. Dann muss ich mal schauen. Wo die noch rumtreibt. So viel gebaut hier. Dass ich gar nicht mehr recht weiß, wo ich jetzt hier Löcher habe. So, hier ist Elektrozaun, hier ist gefährlich. Nach Gehör gehen. Würde mich nicht wundern, wenn ich irgendwo ein Loch wäre. Kann ich auch noch nicht finden.
laut hören kann. Meine alte Mine, die ich ein bisschen, naja, eigentlich stillgelegt habe. Anführungszeichen, holen wir wieder raus. Ein bisschen Blei kann man da noch holen, aber mehr auch nicht. Oder haben sie hier irgendwo eingegraben? Bereich der Mine, wo ich mal war. Keine Eier. Gut, hier hat man keinen Lärm, also wird hier auch nichts sein, ne? Na, irgendwann wird sie bei mir ankommen. Ja. Aua. Dann höre ich es nicht mehr. Aber hier Fleisch schon gebuddelt, also gekloppt. Gut, mein altes Haus, meine erste, ja, Basis, kann man sagen. Aber irgendwo wird die noch sein. Im Kram war sie auch nicht. Mit Ruhe, ne? Ob sie hier drin war? Eine Trabmine? Oh, Eisen. Hat er schon mal gehabt, da war das einfach so, da hat sie sich ein Loch in der Erde reingebuddelt, nach unten. Ah, hier wird sie sein. Aber da scheiße,
Anführungszeichen, da war ich mal drin, ne? Spätestens heute Nacht geht es dann wieder los. Also gibt ja eine Weile Ruhe, sobald es kein Lärm mehr da ist. Aber die muss hier rechts irgendwo sein. Das macht sie mich wahnsinnig. Oder steckt die in meinen Keller? Macht doch Geräusche. Mein Keller, das könnte eigentlich. Ja, nee, doch. Könnte sein. Der Ecke. Dann gehen wir da mal rein. Wo ist eigentlich da? Der Hick. Das ist ja so vom. Vom Lärm her, dass man gar sagen könnte: ah ja, da könnte sein. Aber das ist hier egal, ob unter der Erde oder über der Erde, das ist trotzdem gut zu hören. Ich bin voll beladen, wenn wir leer machen. So war das nichts. Und irgendwann kommt sie hier sowieso an, ne? Mal kurz ein bisschen was ausladen, Steine einschmelzen zum Beispiel. Gleich gut machen. Und
Da können wir auch Steine einschmeißen. Beziehungsweise Eisen. Und hier packen wir mal die Dinge hier rein. Eisen. Rohstoffe. Das war keine Arbeit, Mike. Nitrat. Sand. Ja. Federn. Die Spitzen. Munition. Ja. Für die Dartfalle draußen. So, mal gleich mal gucken im Keller. Im jetzigen Keller also. So. Gibt's an die Ruhe? Garantiert von hinten irgendwie hingekommen. Ah, okay. Die kräftige Buddel hier. So, ich hab Hunger. Magennot. Gut, deswegen ist Ruhe im Karton hier. Wir können uns um ein paar andere Sachen kümmern. Essen zum Beispiel. Also Essen ist ganz wichtig. Ja, ich wollte eigentlich fliegen, ne? Mit euch. Und zwar in der Wüste. So, was haben wir essen hier? Bring mal einen Tee. Und dann Maisbrot. Immer Risiko, ne? Ich darf hier alles essen. Essen mal auf und dann schauen wir. So, mal unser Maisbrot gucken, unser Supermais, ob der schon wieder Samen herstellen können. Kürbisse. Ja, da werden wir gucken. Mal eine Hand frei kriegen, ne? Ups, haben wir Samen rausgeholt. Wie bombastisch. Ach je. Ja, gut. War noch nicht so weit. Gut. Dann haben wir noch unseren Samen hier in Tee. Der kann auch wieder rein. Dann haben wir unseren anderen Tee. Mit Antenne. Kaffee.
Wenn wir gleich mal Kaffee kochen. So, den Kaffee einpflanzen. Gut, nachtanken. So, hat er wieder Sprit für eine Weile. Gleich mal hier auch noch nachtanken. So. Kochen wir was. Und zwar 10 Kaffee. Dann nehmen wir 11. Ein Wasser mehr. Oh, nicht so schlimm. So. Kürbis. 8. Fleisch haben wir da. Nehmen wir mal gekochtes Fleisch heute. 5-mal. Brauchen ja was, ne? So. Dann gucken wir mal, was wir kriegen. Blutentee. Roten Tee. Kaffee haben wir, Wasser haben wir. Der Rest ist in Arbeit. So, Tee, Pilze. So. Wenn wir jetzt unser Inventar wegräumen, müsste eigentlich Öltiger mir holen. Das heißt. Dazu mal eine Wüstengegend fliegen. Ich muss halt noch ein bisschen üben. Die Steuerung ist nicht so einfach. Aber irgendwie geht das schon hin. So, dann mitnehmen. Benzin haben wir auch mit. Das. Den können wir hier lassen. Messer da unten nehmen. Hier noch ein Hirsch. Nur leere Flaschen, können wir gleich Wasser mitnehmen, ne? Ach hier, leere Flaschen sind ja hier. Ich hatte ja ein bisschen umgeräumt gehabt, ein bisschen. Gut, dann gehen wir aufs Dach und holen wir den Flieger. Und oben starten, wird nichts werden. Brauchen wir Anlauf. Cooles Bild, ne? Aber wie gesagt, hier oben fliegen, starten können wir nicht. Aber wir müssen. Ah ja, gut, E drücken und nicht auf Maustaste, ja, okay. So. Jetzt haben wir 829. Und da starten wir mal in aller Ruhe. Ja. Ist nicht so einfach mit dem Fliegen, ne? Und zwar.
zwar muss ich Richtung Süden fliegen, also geradeaus Prinzip so. Das ist nicht so einfach. Das war gut geflogen. Ja, Tule geht auch. Ich habe so meine Startschwierigkeiten, wenn ich alles ausgefunden habe, wie es funktioniert. Aha, okay, mit beiden Maustasten, aber das ist aber Richtung Norden, ne? Die wollen nach Süden fliegen, so, Richtung Süden. Aber nicht um die Höhe. Also Gas geben wir auch noch. So. Nach oben fliegen ist gut, aber runterkommen. Ah. Mit C wird die Landung eingeleitet. Aber wir wollten gleich landen. Eisenmine. So. Nee, heute nicht. Ich will fliegen. Ah, jetzt habe ich gefunden. Leertaste. Ah. So, jetzt gehen wir auf C. Können wir wieder auf Ebene gehen. Gut. Leertaste geht nach oben. Ich wollte mal schauen, ob ich hier irgendwas finde. Westen, Westen nicht. Wie fahren wir nach Süden? Wie fliegen wir nach Süden? Nicht so einfach. So, liebe Schauer, wir fliegen gleich weiter. Ich sag mal tschüss und ich winke. Ciao, ciao. Ne? Bis daher und ciao, ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen.